Ich freue mich, dass ich hier bin. Es ist ja nicht üblich, dass ein Physiker über Utopie spricht, aber Sie werden am Ende des Vortrages sehen, dass es doch eigentlich das Normale sein müsste. Wir sind so daran gewöhnt, dass Realisten Karriere machen und Utopisten aus der Bahn geworfen werden. Und dabei sehen wir nicht, dass ein Realist ja ein Realist ist, weil er glaubt, dass er die Zukunft nach dem beurteilen kann, wie es in der Vergangenheit war, und sich hinterher wundert, dass man in denselben Graben wieder fährt, in dem man vorher schon reingefahren ist. Ein echter Realist ist eigentlich ein Utopist, der weiß, dass die Zukunft anders ist als die Vergangenheit. Deshalb bezeichne ich mich manchmal als Realisten und die anderen als Utopisten, dass sie glauben, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Ja, die Physik des Möglichen. Ich spreche eigentlich über etwas Uraltes. Ist überhaupt nicht neu, was ich sage. Die Physik des Möglichen, das gewöhnlich hat es einen ganz anderen Namen, die etwas abschreckend ist, Quantenphysik oder sowas, aber es ist eigentlich eine Physik des Möglichen. Auf die ist man 1900 gestoßen, Max Planck. Einstein hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, 1905. Wir feiern ja, oder wir gedenken heute ja seinem 50. Todestag. Er hat auch den Nobelpreis hauptsächlich eigentlich für die Quantentheorie bekommen und nicht für seine Relativitätstheorie. Und das Komische dabei ist, dass er die Quantentheorie nie selbst geglaubt hat. Das heißt, Sie sehen daraus, es ist etwas ganz Komisches, was da passiert ist. Vor etwa 100 Jahren, mehr als 100 Jahren, geklärt wurde es vor 80 Jahren, 1925, durch einen ganz jungen Physiker, Werner Heisenberg, mit dem ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe, bei dem man eigentlich sagt, gut, nur weil er so wenig die alte Physik verstanden hat, ist er überhaupt darauf gekommen, dass er hier etwas so Neues gefunden hat. Ja, manchmal ist es eben gut, wenn man nicht so recht weiß, was real ist, dann kommt man unter Umständen auf Fährten, auf die man sonst nicht kommen würde. Ja, die Physik des Möglichen. Es ist die moderne Physik, die unglaubliche Veränderungen eigentlich bewirkt hat. Aber auf eine komische Weise, dass wir eigentlich bis zum heutigen Tage noch kaum darüber sprechen, sondern glauben, das ist irgendetwas gewesen, was da passiert ist, aber eigentlich keine große Rolle spielt. Und es ist genau umgekehrt, dass die ganze heute wesentliche Technik zu einer Technologie geworden ist, die genau auf diesen neuen Prinzipien berufen. Deshalb nennt man sie Technologie, weil da muss noch eine Lehre dabei sein, weil man sie sonst nicht versteht. Aber man kann sie auch gar nicht erklären und deshalb redet man gar nicht darüber, wie es eigentlich passiert. Das heißt, die moderne Technik, Mikroelektronik, die moderne Chemie, dann leider Gottes auch die Atombomben beruhen auf diesen neuen Erkenntnissen, sind also absolut aktuell und haben uns in große Schwierigkeiten auch gebracht. Aber sie ist nicht rezipiert worden, weil sie zu ganz komischen Schlussfolgerungen führen, eben, dass sie nicht mehr diese Exaktheit der Naturgesetze eben behandeln und voraussagen, die wir haben. Und das mögen die Leute nicht, weil sie wollen gern wissen, wie die Zukunft aussieht. Die soll berechnet werden. Insbesondere wir Physiker leben ja davon, dass die Zukunft berechenbar ist, ja. Und wenn es heißt, du kannst es gar nicht berechnen, es ist dann mehr wie ein Wetter, dann könnten wir nicht so viel Geld verdienen. Und trotzdem ist es so ein bisschen auf diese Art und Weise. Und ich will Ihnen ein bisschen heute davon erzählen, so dass eigentlich, was wir Utopie nennen, eigentlich das Normale ist. Die Zukunft ist anders als die Vergangenheit. Aber es heißt aber auch nichts viel anderes, als dass die Realität eigentlich ersetzt werden muss durch etwas, was viel lebendiger ist. Und das ist das Interessante daran, dass die moderne Physik auf einmal die Möglichkeit zulässt, auch besser zu verstehen, warum wir so etwas wie Leben haben, warum unter den Lebenden auch so etwas wie ein Mensch existieren kann, weil wir das sonst im alten Stil nicht gut verstehen. Wir sehen auf einmal, dass Gebiete hier, die wir behandeln, die vorher als ganz getrennt betrachtet wurden, auf einmal miteinander wieder in Kontakt kommen und in ein einziges Weltbild hineinpassen. Wir sind ungeheuer geprägt durch die Aufklärung. Die Aufklärung war für uns ein Ereignis, dass wir sagen,
Wir müssen nicht nur glauben, wir können auch etwas wissen, aber wir müssen genau hingucken. Und wir sind in eine Phase hereingekommen, wo wir glauben, alles ist letzten Endes auch zu verstehen. Wenn ich etwas glaube, dann ist es das noch nicht Gewusste, aber wenn ich Forschung treibe, kann ich es praktisch dann am Ende doch wissen. Man hat die Wirklichkeit als eine Realität aufgefasst. Realität ist etwas, eine dingliche Wirklichkeit, dass die Materie eigentlich das Wichtigste ist. Und die Materie ist deshalb für uns wichtig, weil sie begreifbar ist. Wir können es mit der Hand fassen und dann sagen, jetzt weiß ich, was die Welt ist. Dann gibt es Naturgesetze, von denen man festgestellt hat, dass die streng gelten. Wenn man sie kennt, hat man eine Möglichkeit, die Zukunft vorauszuberechnen. Man kann auch rückwärts rechnen und kann herausbekommen, was in der Vergangenheit war. Aber dann kommt noch etwas dazu, dass der Mensch auf einmal nicht mehr reinpasst in die Natur, weil wir stellen uns nicht für berechenbar vor. Das finden wir eigentlich unsere wichtigste Eigenschaft, dass wir absichtsvoll, ist es noch, dass wir absichtsvoll handeln können, sodass wir eigentlich nicht in diese Gesetzlichkeit hineinpassen. Das heißt, wir sagen gleichzeitig, der Mensch wurde herausgehoben aus dieser Natur, was zu dieser Trennung von Mensch und Natur eben geführt hat. Und er hat die Möglichkeit, die Natur zu manipulieren. Und das hat etabliert die Souveränität des Menschen über die Natur, dass wir sagen, wir sind nur Teil der Natur, aber wir sind auch diejenigen, nicht nur die Krönung, sondern wir sind auch Herren der Schöpfung. Wir können nach dieser einen Woche, in dem diese Welt geschaffen wurde, hat der liebe Gott gesagt, so, jetzt mach du mal weiter, jetzt bestimme du mal, wie das weitergeht, damit es nicht alles so schlimm wird. Und wir betrachten uns seitdem in einem Überlebenskampf gegen die Umwelt und die Natur und haben immer noch die Vorstellung, dass wir eines Tages das alles beherrschen können. Das ist also das Bild, das wir vor Augen haben. Aber wir wissen selber auch, dass was wir erleben, mehr ist als das, was wir begreifen können. Das will man uns selbstverständlich ausreden. Man sagt, gut, du kannst mehr erleben als begreifen, aber das ist alles nur Unfug, was sich in dir abspielt. Aber wir wissen doch, dass hier etwas da ist, was für uns außerordentlich wichtig ist, dass wir eine primäre Wahrnehmung haben, indem wir einfach etwas verstehen, ohne dass wir es wirklich gelernt haben. Auch einen Zugang haben zu Erlebnissen, die wir eigentlich nicht wirklich erklären können. Ich habe hier extra nur Verben geschrieben, erleben und verstehen. Das ist doch nicht ein Verständnis oder ein Erlebnis, weil ich es nicht wirklich packen kann. Wir haben dann die mittelbare und die reflektierte Wahrnehmung, dass das, was wir erleben, nochmal reflektieren daran. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die wir sammeln, mit dem wir auch dann Wissenschaft betreiben, was zu dem eigentlichen Wissen führt. Also wir sehen, wir haben diese Spaltung irgendwo in uns drin. Das eine können wir verstehen, mit dem Verstand erfassen, aber da ist auch etwas im Hintergrund, das wir Vernunft nennen, das aus einer anderen Quelle eigentlich kommt, dass wir eigentlich mehr über das Gefühl eigentlich angehen. Wir streiten uns auch, was Wahrheit ist. Da gibt es die wissenschaftliche Wahrheit und dann gibt es eine andere Wahrheit, die wir hauptsächlich in den Religionen suchen. Soll ich das lieber nehmen hier? Kann ich eigentlich das auch mit dieser Maus benutzen? Linke Taste. Gut, wenn wir mal sind, dann muss ich nicht dauernd so hin und her wackeln. Ja. Und diese beiden Betrachtungsweisen, sozusagen die Erfahrung, diese intuitive Erfahrung und das Verstehen, die stehen sich in einem komischen Verhältnis gegenüber. Wenn ich in der Intuition bin, dann kann ich nicht begreifen. Wenn ich begreife, dann bin ich nicht in der Intuition. Ich komme also in so eine Situation herein, wie in diesem Vexierbild. Entweder ich stehe dem anderen gegenüber, dann sind das zwei Gesichter, die einander miteinander sprechen. Oder ich sehe die Vase dazwischen, dann kann ich nicht das andere gleichzeitig sehen. Nun, ich will darauf auf diesen Kreis nicht eingehen. Wenn ich mit Ihnen heute über diese komische Physik spreche, dann habe ich eine große Schwierigkeit, weil mir die Sprache fehlt.
Und ich will Ihnen das ein bisschen an diesem Kreis klar machen, ohne dass ich da in die Details eingehe. Als Wissenschaftler betrachten wir die Welt als etwas Äußeres und nicht als etwas, was wir sozusagen tief in uns erfahren. Und das bedeutet, dass wir irgendwo hier an dem Kreis anfangen, was ungefähr 3 Uhr ist. Da fängt sozusagen das wissenschaftliche Verständnis an, wo wir etwas erkennen als etwas Äußeres. Aber wenn Sie Theologe sind, dann sagen Sie, ja, warum fängst du da eigentlich an? Bevor du anfängst zu denken, haben wir doch schon Erlebnisse, ja? Und das ist eigentlich, wo wir Dinge wahrnehmen, wo wir leben, lieben und wirken, ja? Und wo es ein intimes Gewahrsein ist. Das ist der Bereich, wo wir eigentlich religiös argumentieren. Das ist für den Wissenschaftler so nicht zulässig und nicht zugänglich, weil er ja nur über das spricht, was er begreifen will. Und versuchen Sie mal, die Inhalte, die Sie im Religiösen finden, zu begreifen. In dem Augenblick, wo Sie die Hand zumachen, ist es weg. Ja? Sie müssen das Religiöse mit offenen Händen empfangen und wenn Sie zumachen, ist es weg. Das heißt, mir bleibt es nichts anderes übrig, als um 3 Uhr anzufangen und dann weiterzufahren, wie ist die Welt eigentlich beschaffen. Und ich werde dann auf diesem Kreis hier rumgehen und das ist zunächst die alte Physik, die wir bisher betreiben und auf die ich kurz noch eingehe, die uns also geläufig ist, dass wir alles eigentlich im Prinzip begreifen können. Aber der große Umschwung, der kommt hier bei 6 Uhr. Da kommt jetzt die neue Physik herein, dass wir auf einmal feststellen, das geht nicht so weiter. Auf einmal löst sich dieses Weltbild auf und ich komme nun auf die linke Seite herüber, wo ich mit den alten Vorstellungen nicht mehr argumentieren kann. Wo wir dann auch in Kontakt kommen mit dem, was wir Utopie nennen. Das klingt ein bisschen abenteuerlich, aber das ist sozusagen die ganze moderne Physik. Und wenn ich hier weitergehe, dann stelle ich fest, auf einmal verstehe ich, was Leben ist. Auf einmal verstehe ich auch, was ein Mensch sein könnte in diesem Bilde. Und ich komme hier rüber. Ja? Das heißt, ich bin in der verkehrten Richtung losgegangen. Aber wenn ich diesen Kreis zu Ende gehe, komme ich nun auf der anderen Seite herein, wo wir uns dann mit dem Religiösen treffen. Nun, das geht nicht ohne, dass ich hier nachher einen Sprung mache. Ich komme in einem anderen Stockwerk an. Aber ich kann auf einmal verstehen, was das, was in den Religionen hier besprochen wird, wie das eigentlich in dieses gesamte Weltbild hereinpasst. Das heißt, das Utopische ist auch das, das nicht unmittelbar greifbar ist. Und darüber will ich sprechen. Aber das nur so als Hintergrund. Und wir können wahrscheinlich in der Diskussion morgen dann noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ja, das ist meine Gliederung, aber ich werde nicht selbstverständlich hier, dass mich da hier so hindurch fressen durch diese ganze Sache. Aber ich werde damit anfangen, schon etwas über Wahrnehmung zu sprechen, was wir Wahrnehmung nennen. Dann werde ich die neue Physik kurz erklären, aber so, dass Sie vielleicht sehen, was das Neue daran ist und dann insbesondere, welche Bedeutung sie für unsere Lebenswelt hat. Weil immerhin, die jetzige Physik, die wir graben, die mechanistische Physik, die ist außerordentlich gut in unserer Lebenswelt. Und warum ist sie so gut, wo eigentlich der Hintergrund etwas anders ist? Und dann will ich etwas über Mensch und Bewusstsein und über das Lebendige auch etwas sagen. Nun etwas über unsere Wahrnehmung der Welt. Die Wissenschaftler predigen uns dauernd, dass wir hier als Normalhuster die Welt ganz viel zu einfach sehen, dass da eigentlich was viel Wichtigeres da im Hintergrund ist. Und der amerikanische Zoologe Edward Wilson, der hat ein Buch geschrieben, Consilience, das ich gern hier zitiere an einer Stelle über die Einheit des Wissens, wo er sagt, ohne Instrumente sind Menschen in einem kognitiven Gefängnis eingesperrt. Sie sind wie intelligente Fische, die sich über die äußere Welt wundern. Sie erfinden geniale Spekulationen und Mythen über den Ursprung des sie einschließenden Wassers, über die Sonne und den Himmel und die Sterne über ihnen und über den Sinn ihrer Existenz. Aber alles ist falsch. Sie irren sich immer, weil die Welt zu weit weg ist von ihrer täglichen Erfahrung, um bildlich einfach erfasst zu werden. Ja, der Mann hat nicht Unrecht. Aber er hat Unrecht in dem Sinne, dass er sagt, ohne Instrumente, er meint selbstverständlich, er sieht die Welt wirklich. Und was sich nun herausstellt, er irrt sich noch mehr.
Das heißt, er kommt mit den Instrumenten in eine andere Rille rein, aber er kommt eigentlich auch nicht weiter dort, wo er eigentlich ursprünglich hin will. Und das geht so weit noch, diese Richtung, diese Arroganz der Wissenschaftler, dass mein früherer Präsident der Max-Planck-Gesellschaft mal in einem Spiegelartikel sogar geschrieben hat, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Spezies noch möglichst lange überleben kann, dann sind wir gezwungen, aus Eigeninteresse oder aus sittlicher Verantwortung für das Wohlergehen künftiger Generationen, gerade unsere Natürlichkeit aufzugeben und uns ganz bewusst anders zu verhalten, als es naturgegebenen Antrieben entspricht. Das heißt, er meint nun, dass aufgrund dieser Erkenntnisse, dass wir die Natur verabschieden können, sagen, so wunderbar, 3,5 Milliarden Jahre hast du also die Führung gehabt, jetzt kommen wir Menschen, jetzt übernehmen wir die Leitung. Ja, wir kriegen ja nicht einmal unsere Gesellschaft in Ordnung und dann wollen wir auch noch die Natur managen. Aber das ist eine ganz fehlerhafte Entwicklung und das wundert mich deshalb, weil wir ja schon 100 Jahre wissen, dass es ganz anders ist. Und genau die Aussagen der modernen Physik sind gerade für die Biologie besonders wichtig, weil sie dort eigentlich die größten Veränderungen bewirkt. Was ist denn passiert, dass wir dieses Wissen nicht aufnehmen? Und das sind auch Naturwissenschaftler. Nun, ich will Ihnen kurz sagen, warum wir immer Schwierigkeiten haben, wenn wir in Gesprächen kommen, über die Welt zu sprechen. Weil wir mit verschiedenen Vorstellungen herangehen. Und ich habe hier mal die Welt dargestellt durch eine Ostertorte. Und wir sollen die beschreiben, das ist nun die Welt. Und Sie haben ein ganz anderes Beschreibungsmuster, je nachdem, ob Sie der Bäcker sind oder derjenige, der die Torte am Schluss aufisst. Der Bäcker wird sagen, ja, die Torte, die ist so aus solchen ebenen Dingen zusammengesetzt, aus Teig und Frucht, und die haben nur eine Farbe und so fort, und es ist ein Turm von denen. Und derjenige, der den Kuchen isst, sagt, du bist total auf dem falschen Dampfer, sondern das sind solche Sektoren, die haben die Struktur schon in sich, und jetzt fangen die beiden an, sich zu streiten. Anstatt zu warten, bis sie den Kuchen zusammensetzen und sehen, es führt zum selben Kuchen. Das ist immer, was wir tun. Das, was uns am geläufigsten ist, nehmen wir als die Grundlage oder dort, wo wir auch tätig sind, als die Grundlage, und das andere versuchen wir abzuleiten. So fangen wir gewissermaßen auch auf meinem Kreis, den ich vorher gezeichnet habe, an einem verschiedenen Punkt an und sagen, das ist der Anfang und das ist das Ende. Aber Sie können eigentlich woanders einsteigen. Nun, man nennt es verschiedene Paradigmen. Paradigmen heißt einfach, ich fange mit einem anderen Grundgerüst an und leite andere Dinge an. Nun ist es so, dass die moderne Physik ist nicht ein drittes Paradigma in diesem Fall, sondern die moderne Physik sagt, den Kuchen gibt es überhaupt nicht. Ich will ein anderes Gleichnis verwenden, das ich sehr gern mag, weil es sehr plastisch ist. Das ist das von Sir Arthur Eddington, einem Astrophysiker, englischen Astrophysiker, der den Naturforscher mit einem Ichthyologen vergleicht, einem Fischsachkundigen, einfach ein Fischer, der also das Leben im Meer erforschen will und nach jahrelangem Fischen kommt, der zu den beiden Grundgesetzen der Ichthyologie. Grundgesetz Nummer 1, alle Fische sind größer als 5 cm. Grundgesetz Nummer 2, alle Fische haben Kiemen. Bei jedem Fang hat sich diese Regel bewahrt und dann nennen wir das Naturgesetze. Auf dem Nachhauseweg trifft er seinen besten Freund, das ist ein Philosoph. Und er sagt, naja, und erzählt ihm von seinen großen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und der Philosoph sagt, na, also mit den Kiemen, das könnte ja wohl sein, aber wenn du ein bisschen länger fischst, ziehst du vielleicht auch mal was raus, was keine Kiemen hat. Aber dein erstes Grundgesetz ist überhaupt kein Grundgesetz. Ja? Weil dein Netz hat eine Maschenweite von 5 cm. Du kannst einfach keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 cm ist. Aber der Ichthyologe sagte, entschuldigen Sie, Herr Philosoph, Sie sind nicht Naturwissenschaftler. In der Ichthyologie ist ein Fisch definiert als etwas, was ich mit dem Netz fangen kann. Was ich nicht fangen kann, ist einfach kein Fisch. So, das ist ein bisschen die Ausgangssituation für die Situation, auch in der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaftler behaupten, dass sie nicht mit Netzen fangen, dass sie einfach die Natur ansehen, wie sie ist. Die merken gar nicht, dass sie mit Netzen fangen. Ja? Das ist das Erste. Und dann gut, dann sagen sie auch, naja, also vielleicht habe ich, ja,
Ich muss selbstverständlich Bedingungen stellen. Sie wissen, wenn man gute Experimente macht, dann gibt es dicke Bücher, wo man lernt, wie ein gutes Experiment aussieht, wie man es wiederholen muss und so fort und so fort. Aber das Wichtigste ist, wie wir denken. Denken ist immer eine Art und Weise, Dinge auseinanderzunehmen. Das heißt, wenn ich beim Experimentieren etwas auseinandernehme, muss ich aufpassen, dass nicht genau das kaputt geht, was ich eigentlich beobachten will. Ja? Das sind also die Einschränkungen. Gut, der Ichthyologe sagt dann, gut, ich gebe zu. Also, das sind kleine Fische, aber warum soll mich das interessieren? Ich trage letzten Endes am Morgen meinen Fische zum Markt und ich habe auf dem Markt nie jemanden getroffen, der einen Fisch haben wollte, den ich nicht fangen kann. Ja? Das heißt, also von Wirtschaftsbetrachtungen aus sind die kleinen Fische ganz uninteressant, weil sie ja nicht verkäuflich sind. Ja? Deshalb sollen wir auch auf die Wirtschaftsleute nicht hören. Da gibt es andere Dinge in der Welt, ja, die man nicht verkaufen kann, weil man sie nicht fangen kann. Dieses Bild mit dem Ichthyologen ist aber immer noch nicht gut genug, um die moderne Physik zu verstehen. Es stellt sich letzten Endes heraus, hier ist es so, dass wenn ich mehrere verschiedene Netze habe, dass ich dann immer andere Dinge rausziehen kann und sagen, gut, wenn ich also alle möglichen Netze der Welt je nehme, dann habe ich dann doch die ganze Welt beieinander. Nein, es ist noch ein bisschen anders. Es stellt sich heraus, dass beim Experimentieren wir nicht nur etwas rausfiltern, ja, was im Messapparat hängen bleibt, ja, sondern dass wir es auch verändern. Also es ist eher so, dass jedes Experiment eigentlich ist, dass man die Welt wie Fleisch in einen Fleischwolf oben reinstecken, dann rumtriebeln, dann wird die Struktur des Fleisches total kaputt gemacht und vorne kommen die Würstchen raus. Und dann sagt man, die Welt ist aus Würstchen zusammengesetzt. Ja? Ein anderer hat ein anderes Endblatt und dann kommen Nudeln raus und sagt, nein, die Welt ist aus Nudeln zusammengesetzt. Und dabei ist es nur ein Ergebnis, wie man eigentlich die Welt beobachtet. Und das entspricht eigentlich mehr eben der modernen Physik, dass man in diesem Fall auch darauf achten muss, wie man die Welt beobachtet, dass dann ganz andere Dinge herauskommen können, als man eigentlich vermutet, die auch im Widerspruch miteinander stehen. Heisenberg hat auf diesen Punkt ganz wesentlich hingewiesen, dass er sagte, die Quantentheorie, Sie brauchen das heute nicht zu lernen. Ich werde Ihnen hinterher sagen, warum das ganz unnötig ist, dass Sie das lernen. Ja? Weil Sie nämlich in Ihrem Leben genügend Beispiele haben, die ähnlich sind, sodass Sie nicht erst Quantenphysik machen müssen. Das ist nur für die Physiker gemacht, die erstmal auf den falschen Weg gekommen sind. Die muss ich dann auf diese... Dass er gesagt hat, die Quantentheorie ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass man einen Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch weiß, dass man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit gefunden, darüber, wenn er sagt, in völliger Klarheit, dann meinen wir die mathematische Klarheit. Und in dem Beispiel des Ichthyologen ist es, ja, was ist denn seine wissenschaftliche Aussage mit diesen 5 Zentimeter? Er hat keine Ahnung, was ein Fisch ist. Er hat keine Ahnung, was ein Stück Holz ist, das er als Maßstab verwendet, sondern er sagt, da zwischen dem Holz, das ich nicht verstehe, und dem Fisch, den ich nicht verstehe, ist eine Beziehung 5. Das heißt, das ist die wissenschaftliche Aussage. Er hat nur gesagt wie, aber er hat nicht gesagt was. Das heißt, wir können mit dieser Wie-Sprache, und das ist die mathematische Sprache, können wir etwas ziemlich klar feststellen, aber wenn ich es dann erklären will, was es ist, dann habe ich keine Möglichkeit. Und das ist sozusagen die Neuigkeit, die wir haben. Und jetzt muss ich etwas darüber sagen, über diesen Schritt, den wir gemacht haben. Nun, die alte Vorstellung der Physik ist, dass die Welt als etwas Äußeres betrachten. Das heißt, ich schaue sie an und ich sage, ich bin nicht Teil des Objekts, sie sind es, ich beschreibe sie und die Welt drumherum herum, aber ich bin ganz allein draußen und ich erzähle den anderen, was ich so sehe und behaupte noch, die Welt, die ich sehe, ist dann die Welt, über die wir alle eigentlich sprechen müssten. Ja? Und dann sehen wir schon einige interessante Dinge dabei. Ja? Dass es eine Realität ist, also materielle. Wir fangen mit der Materie an. Das hat damit zu tun, dass wir etwas gerne in die Hand nehmen und sagen, das ist meins. Und wenn ich in der Hand habe, kann der andere nicht sagen, es ist meins. Schon gut, ja? Also differenziert, dass man unterscheiden kann. Das ist schon wichtig. Wenn man Wissenschaft treiben will, muss man erstmal wissen, es muss klar unterschieden werden. Faust zumachen, meins. Faust zu, meins, ja, deins. So, Realität, Raum, dreidimensional, weiß nicht warum dreidimensional, nicht vierdimensional, keine Ahnung, warum das so ist. Dann
eine Veränderung in der Zeit noch. Und die Zeit ist etwas Komisches. Das heißt ja seit Einstein immer, dass er gezeigt hat, dass die Zeit eine vierte Raumdimension ist. Es ist nicht der Fall, es ist eine falsche Interpretation von Einstein. Die Zeit ist eine andere Dimension, die eigentlich ganz anders ist. Und das wissen Sie. Sie können mit einem Blick in den Raum gucken, in alle drei Richtungen. Aber in die vierte Richtung können Sie nicht gucken. Ja? Das wollen wir gern. Ja? Dann könnten wir sagen, was in Zukunft passiert. Oder wir gucken zurück und dann wissen wir, was in der Vergangenheit. Es ist uns verstellt. Und wir wissen eigentlich nicht, warum der liebe Gott es eigentlich so veranstaltet hat, dass er uns nicht in die zeitliche Dimension da gucken lassen lässt. Und das sieht dann so aus, als ob die Wirklichkeit, die ist so wie ein Kartenstoß, ja? Dass also jede Karte ist die Wirklichkeit jetzt, ja? Und dann ja, sage ich, aha, Herz Ass, ja? Und kaum habe ich es gesehen, was da ist, wird der Zug gedeckt und ist eine neue Karte da, was anderes, Herz 2 und so fort, ja? Das heißt, ich muss warten, bis der nächste Schritt gemacht wird. Und der liebe Gott, der weiß selbstverständlich, was das drin ist. Warum zeigt er mir nicht? Dann müsste ich mich nicht so abmühen. Ja? Gut, viele Physiker sagen, er wollte, dass wir Geld verdienen können. Wenn wir das nämlich wüssten, dann würde niemand uns fragen, könntest du uns sagen, was morgen passiert? Ja? Dann sagen wir, ja, können wir schon. Dann müssen wir die Naturgesetze kennen. Und was heißt Naturgesetze kennen ist, es reicht nicht aus, dass ich einfach immer beschreibe, was ich sehe. Hier zum Beispiel all diese Karten, die da vor mir liegen, sind Herzkarten. Und da sage ich, ja, die Welt ist aus Herzen zusammengesetzt. Ja? Das ist schon eine Aussage. Ja? Aber da kriegst du noch keinen Nobelpreis dafür. Da muss eine Zahl vorkommen. Ja? Sonst geht es nicht. Ja? Und wenn man dann sagt, ja, also die Herz ist nicht nur aus die Welt ist nicht nur aus Herzen zusammengesetzt, sondern deren Zahl in jedem Augenblick um 1 zunimmt. Jetzt wird's interessant. Prognose, die nächste ist eine Herz-4-Karte und das ist es, ja. Jetzt kriege ich einen Nobelpreis, wenn ich die anderen überzeugen kann, dass die nächste eine 5 ist und das ist sie auch, ja. Und auf diese Weise kriege ich einen Nobelpreis. Aber wenn Sie wissen, jetzt sage ich, ich weiß, was da drin ist, ich habe die Welt im Griff, ja, weil ich jetzt prognostizieren kann. Aber Sie wissen, wenn ich hier bei Herz 10 angekommen ist, dann passiert auf einmal was. Das Herz 11 kommt nicht, da kommt irgendwie so ein komischer Bursche da und so, ja. Dann brauchen wir einen Einstein, ja, der sagt, ja, wenn es mehr als 10 ist, dann muss eine neue Regel rein, ja. Und dann kriegt er auch einen Nobelpreis und wir sind ganz froh. Wenn es nur eine Regel wäre, dann könnten wir ja alle keine Nobelpreise bekommen. Also wir sind ganz glücklich darüber. Aber ich meine, das ist jetzt nicht der Punkt. Die Schwierigkeit, die wir bei dieser Betrachtung haben, ist, dass wir eigentlich nicht sehen, nützt mir das was, wenn ich die Zukunft prophezeien kann, wenn ich selbst mit in der Welt bin. Ja? Deshalb möchte ich mich dann herausnehmen aus dieser Welt. Und wir stellen fest, und das ist die weitere Überraschung, dass es also die unbelebte und die belebte Natur gibt und wir können das zunächst nicht erklären, ob da ein prinzipieller Unterschied ist. Ja? Bei Menschen sagen wir, ja, wir haben den Geist noch, aber den haben wir direkt vom Herrgott noch. Aber wie ist es denn mit der Maus oder wie ist es mit dem Affen oder wie ist es mit den Frauen, nicht? Früher hat man ja nur die Männer sozusagen nur den Geist gegeben und hat die Frauen mit zur Natur gerechnet, nicht? Und da lebt man, da haben sie auch jetzt. Also all diese Fragen kriegen da keine Antwort dafür. Ja, also das ist das alte Weltbild. Das alte Weltbild fängt mit Materie an, das Wichtigste, ja, weil ich es in die Hand nehmen kann und ich weiß, es meins, ja. Das ist das Wesentliche. Das heißt, jeder Punkt ist so etwas, was dann bleibt. Die Materie ändert sich nicht in der Zeit, bleibt immer die gleiche. Und jeder Punkt ist so ein Materiepunkt. Der Beobachter, das soll mein Auge sein, der hat nichts mit der Welt zu tun, er ist auch absepariert. Also eine autistische Welt. Jeder sagt, ich bin ganz allein auf der Welt und nichts anderes um mich herum. Aber es ist dann nicht so. Dann gibt es auf einmal noch etwas wie eine Wechselwirkung. Aha, die eine Welt weiß ein bisschen von der anderen, weil sie sie anguckt, weil sie sie hört und so fort. Und so fangen die verschiedenen Materieklumpen an, sich einander anzufreunden oder auch nicht, ja, und bauen allmählich irgendwas zusammen, ein System, was dann die ganze Welt beschreibt. Das heißt, die Anordnung der Materie, die weiß ich noch nicht genau zu beschreiben. Aber dann stellen wir fest, da gibt es Regeln, die es beschreiben und das sind die Naturgesetze. Und wenn
wenn ich die genau kenne, dann kann ich wissen, wie sich Materie anordnet und dann habe ich auch eine Chance, dass ich die Welt in den Griff bekomme. Aber hier kommt die Wechselwirkung dazu und ich verstehe nicht genau, woher die kommt. Die muss ich von Hand einführen. Also ich bin nicht ganz auf mich bezogen. Ich habe auch eine gewisse Beziehung zu meiner Umwelt, aber woher kommt die eigentlich? Und das hat man zunächst bei den Fernkräften gesehen. Die Sonne zieht die Erde an, aber die Sonne berührt die Erde nicht. Die hat nicht so einen langen Arm und führt den so schon im Kreis rum. Da hat man gesagt, wie geht das eigentlich? Ja? Also auf Entfernung etwas jemanden, eine Materie zu zwingen, eine andere Bahn einzuschlagen, geht doch nicht. Ja? Dann hat man gesagt, ja, das ist nicht ganz so. Die Sonne sendet ein Feld aus, ja, und es geht durch den Raum und dann trifft es den Planeten und sagt, hier, bitte Kurve machen, ja, von der Sonne her. Ja? Also nur durch die direkte Berührung mit dem Feld schafft man das letzten Endes. So. Das ist also das alte Bild. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was in dem neuen Bild kommt. Und da kann ich nicht wirklich sehr, sehr viel darauf eingehen, aber ich will Ihnen ein paar wichtige Stationen sagen. In dieser neuen Welt kommen drei Dinge herein, die für uns total unglaublich sind. Erstens mal, das Fundament der Wirklichkeit ist nicht Materie. Die Materie gibt es gar nicht, sondern die gibt es nur ab einer gewissen Stufe. Die ganzheitliche Struktur, es gibt keine Objekte und keine Teile. Alles hängt mit allem zusammen. Die Vorstellung, dass da irgendwelche Trennungen ist, das ist nur ein Traum. Alles hängt mit allem zusammen. Es gibt nur eine Welt, es ist immer nur der ganze Kosmos. Ja? Und dann das Dritte, die Zukunft ist offen. Die Zukunft ist nicht mehr determiniert. Sie ist aber nicht willkürlich, sie ist offen, aber nicht mehr determiniert. Das heißt, hier kommt die Utopie herein. Die Utopie ist angelegt schon vornherein. Aber es gibt Gründe, warum die Utopie nicht so sichtbar wird, warum wir den Eindruck haben, dass es einen Determinismus gibt. Und das werde ich Ihnen nachher auch gleich sagen, wie das zustande kommt. Das heißt, die Offenheit der Zukunft bedeutet im Wesentlichen, dass die Zukunft, ja, sie ist nicht total willkürlich, aber sie hat viele, viele Möglichkeiten. Sie ist offen in dem Sinne, dass sie eigentlich viel mehr die Welt, viel mehr die Eigenschaften hat des Lebendigen. Wir sind auch nicht vorhersehbar in unseren Handlungen, aber auch nicht total willkürlich. Es gibt da schon gewisse Regeln, an die man sich halten kann, aber wenn man genau hinguckt, dann sind wir jeden Tag ein bisschen anders und jeder ist anders als der andere. Ja? Das sind also hier die Grundzüge, sodass wir hier in eine Beschreibung hereinkommen, dass es nicht so ist, dass wir mit einer starren Materie anfangen und sagen, welches Spiel spielen die? Es wird immer komplizierter und auf einmal kommt hier ein kreativer Mensch heraus und macht komische Dinge. Nein, es ist ganz anders. Im Grunde sind wir alle miteinander verbunden und es ist mehr die Frage, wie weit wir uns trennen können. Das Lebendige ist ganz tief eingeprägt in der Wirklichkeit. Nun, wie ist man drauf gekommen? Man ist so drauf gekommen, dass man die Welt in den Griff bekommen wollte. Und die Welt in den Griff bekommen hieß, dass man sagt, ich brauche reine Materie. Ich brauche etwas, was nur Materie ist und keine Gestalt mehr hat. Weil Gestalt ist ja Anordnung von Materie. Ich muss also reine Materie haben. Hier, das Pult hat Materie, ja, das weiß ich. Ich kann es nicht ganz in meine Hand nehmen. Ich kann nicht ganz davon Besitz ergreifen und das macht mir Sorge, ja, wenn jemand kommt, ja. Aber es hat auch eine Form, aber Form ist ja Anordnung von Materie. Wie kriege ich es hin, dass ich diese Form ablöse von der Materie? Ich mache sie einfach kaputt. Ich nehme ein Beil, haut den Tisch zusammen. Ist die Form kaputt, die Materie bleibt. Aber die Form ist auch kaputt, aber jedes Stück hat wieder eine Form. Also habe ich noch nicht das Ziel erreicht, nochmal Beil nehmen, wieder zu hauen. Und wenn Sie das oft machen, dann sind Sie am Schluss Atomphysiker. Ja? Dann haben Sie am Schluss genau dieses Atom vor sich, nicht wie es hier gezeichnet ist, sondern man sagt Atomos, es ist das,
was keine Form mehr hat, es hat nur noch Materie und deshalb ist es auch unteilbar, deshalb Atomos. Und jetzt hat Rutherford festgestellt, Anfang des 19. des 20. Jahrhunderts, da ist doch eine Struktur, den Atomkern und dann irgendwas, oh Gott. Also nochmal eine Stufe tiefer, also es wird ja immer teurer und so fort. So, und jetzt hat man aber festgestellt, dass dieses System, das so wie ein Planetensystem aussieht, so ist mir bekannt, so der Himmel über mir, ja, ich sehe ja, wie die Erde um die Sonne herumgeht, das sind halt die Elektronen, das ist ein Planetensystem, fertig, aus und so fort, aber das funktioniert nicht, weil das sind nicht Gravitationskräfte, sondern elektrische Kräfte, das funktioniert nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren, die Elektronen fallen rein in das, also hier auf einmal, was ist denn los? Festgestellt, diese Dynamik kann nicht stimmen. Was war die Auflösung? Es gibt diese Elektronen, gibt es nicht, die Atomkerne gibt es nicht, obwohl wir immer noch davon sprechen. Ja? Das heißt, wir verlieren die Materie und nicht die Form. Die Form überlebt und nicht die Materie. Und das war selbstverständlich ein ziemlicher Schlag. Ja, wie ist es jetzt im Eigentum, ja? Wenn die Materie weg ist, ja? Wenn es nur noch die Form ist, ja, die kann ich ja nicht in die Hand nehmen. Wenn ich sie in die Hand nehme, so drücke ich sie auch und dann sagt jemand, das ist eine andere Form, die gehört dir nicht. Ja. Man hat nun festgestellt, also wie das verschwunden ist, dass nämlich diese Elektronen verschmiert sind, hat man gesagt. Aber dann hat man festgestellt, die sind nicht nur einfach verschmiert, das ist einfach ein pulsierendes Wellenfeld. Das ist also nur noch eine Welle, aber eine immaterielle Welle, die pulsiert, die von außen betrachtet aussieht, als wäre es Materie. Also wenn man die Finger da reinsteckt, dann wird er zurückgedrückt und sagt, da muss also Materie sein. Nein, es ist ein Kraftfeld, der den Finger nach außen drückt. Aber es ist eigentlich nur so ein Wellenfeld. Und wenn man das genauer ansieht, dann sieht man, das ist ein viel komplizierteres Gebilde, nicht so, wie das De Broglie gezeigt hat, sondern etwas komplizierter. Also das ist jetzt so ein Elektron, das sieht also so aus. Und nicht nur einfach so ein schwammartiges Ding, sondern dieses Ding ist über die ganze Welt ausgebreitet. Es gibt nichts in der Welt, das nicht die ganze Welt ausfüllt, ja? Sondern es ist nur da konzentriert. Ja, und das bedeutet nun, wenn ich jetzt hier die DNA ansehe, das ist also die Doppelhelix, die also die Information, unser Erbgut hier sagt, da sehen Sie diese schönen Luftballönchen da hier. Diese Luftballönchen, die gibt es gar nicht. Das sind genau diese Dinge, die nicht nur an dieser Stelle sind, sondern die sind ausgebreitet über den ganzen Strang. Das heißt, da ist nichts Isoliertes, nur Nachbarn und Nachbarn hier reden miteinander, sondern alles redet miteinander. Es ist also mehr so, wie wenn das ein Gedicht wäre, was hier geschrieben wäre, dann sind die Buchstaben schon beieinander hier, aber sie haben eine Ausstrahlung auf das Wort, das sie bilden, und die Worte haben eine Ausstrahlung auf den Satz, den sie bilden, und der Sinn des Satzes, da muss ich das Ganze lesen, um es zu verstehen. Das heißt, man hat eine solche Art von Hierarchie, wo alles mit allem zusammenhängt. Ja, das lasse ich mal aus. Wir stellen nun fest, dass eine komische Geschichte da ist, dass wir hier eine andere Logik haben. Eine Logik, die wir hier für uns immer verwenden, ist es richtig oder falsch, ja oder nein, und wir denken, das ist eben das Natürliche, das gilt aber nur für unsere Lebenswelt, ja oder nein. Die Logik, die wir hier entdecken, ist unendlich vielfältig. Zwischen Ja und Nein gibt es alle Abstufungen. Es gibt ein ganz Ja oder Nein. Und dann schließlich, wenn ich an diesem Punkt bin, bin ich bei Nein und dann bin ich da bei Ja. Und ich habe so einen Pfeil hingemacht, alle Richtungen dieses Pfeils zwischen Ja und Nein, die kommen vor. Und es ist praktisch, dieser Kreis, der mit der Logik zu tun hat, der hinterher mit dem Bild der Welle zu tun hat, nämlich die Welle ist so, das ist die Grundstruktur der neuen Logik. Das heißt, dort gibt es kein reines Ja und Nein. Ja? Also wenn wir über die Wahrheit sprechen, ist es so oder so, dann denken wir immer, es gibt eine eindeutige Antwort. Das ist nicht der Fall. Das ist eine viel kompliziertere Geschichte. Aber ich kann da auf diese Sache nicht eingehen. Das will ich auch nicht sagen, wie wir dann in der Mathematik das machen, in dieser komischen Welt immer noch sicher mit den Füßen auf dem Boden zu stehen.
Da haben wir solche Pfeile, die uns angibt, die Möglichkeit, dass etwas passiert, ist durch die Richtung dieses Pfeils angegeben. Ja, und je nachdem, wie schräg der ist, passiert das wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Aber da will ich nicht drauf eingehen. Aber ich will jetzt nochmal auf diese Welt eingehen, die ich am Anfang hatte, im klassischen Sinne. Das heißt, diese Materiebrocken, die ich da hatte, die lösen sich in diesem Brei auf, ja, die dann so rausgehen. Aber es ist nicht nur das, sondern das Umgekehrte ist, und das hat Einstein gezeigt, dass das Licht und die elektromagnetische Kraft, die die Verbindung macht, wo wir gesagt haben, das ist verschmiert doch, ja, das elektromagnetische Feld, das Sie dauernd abtasten mit Ihrem Handy, ja, wo Sie nicht achten müssen, ob Sie ein bisschen daneben sind, das ist ja wirklich verschmiert, ja, da haben wir uns dran gewöhnt, ja. Dieses verschmierte Feld, das hat auch wieder Eigenschaften, die wie Teilchen sind. Das heißt, Wechselwirkung und Teilchen sind überhaupt nicht voneinander unterschieden. Das heißt, alles ist sozusagen derselbe Urbrei. Nein, es ist nicht ein Brei. Nicht, das Wort ist schon wieder falsch. Brei heißt Substanz verschmiert. Ja? Nein, Sie müssen sich vorstellen, es ist reine Form. Reine Form. Können Sie sich vorstellen, dass etwas eine Form hat, das nicht eine Substanz hat. Ja? Man kann es sich fast vorstellen, wenn man ein Handy hat. Fragen Sie mal jemanden an der Bushaltestelle, wenn er telefoniert mit seinem Freund in Paris oder so. Und fragen Sie mal, was ist denn, was haben Sie denn gemacht? Ich habe mit meinem Freund in Paris telefoniert. Ja, aber wie denn? Du hast doch gar keine Strippe. Ja, ich habe doch ein Handy. Ja, ich sehe schon. Aber wie? Ja, das hat da unten, ja, ich weiß nicht, das ist so ein Ding daraus und das kitzelt da irgendwie so ein Äther. Und ja, also es ist schon fast richtig, aber den Äther gibt es ja gar nicht. Der Äther ist ja das reine Vakuum, ist nicht materiell. Das heißt, mit Ihrem Handy haben Sie eine Delle in das Nichts gemacht und diese Delle hat eine solche Struktur, dass Ihr Partner in Paris sagt, hier kommt meine Delle, das ist mein Gespräch. Ja, und das passiert jedes Mal. Und Ihr Gerät ist so gut, das ist ein Mustererkennungsgerät, dass es genau weiß, das ist das, dieses und jenes. Und das ist uns nicht sozusagen ungewohnt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Matthäus-Passion mit diesen Instrumenten, das Orchester, Oboen, Geigen und alles. Und Sie hören das alles und dann den vierstimmigen Chor und dann noch die Solisten und so fort. Und dann schauen Sie das mal auf der Schallplatte an. Da ist nur eine Rille und die ist verwackelt. Und jetzt gehen Sie hin und sagen, wo ist der Sopran? Wir gehen mit dem Vergrößerungsgerät und suchen den Sopran, den gibt es auf der Platte nicht. Das ist die Art der Verwacklung dieser einzelnen Linie. Eine Linie verwackelt, ein Kratzer, gibt die Klangfülle wieder von einer Matthäus-Passion. Ja? Und auf der CD ist es nicht einmal verwackelte Rille, sondern nur 0 und 1, nur 0 und 1, die Sie mit einem Laser abtasten. Ja? Das heißt, nur die Folge, die Abfolge, die Anordnung von Nullen und Einsen gibt die ganze Klangfülle. Es ist unglaublich, ja. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ob es eine CD ist, ob es eine Schallplatte ist oder so. Der materielle Träger kann egal sein. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Wirklichkeit im Hintergrund ist ein reines Informationsfeld. Das hat keine Materie. Das ist also mehr sowas wie die Software in Ihrem Computer. Den sehen Sie auch nicht, ja. Also wenn Ihr Computer nicht funktioniert, dann schrauben Sie hinten nicht aus und gucken rein, wo da vielleicht ein falscher Kontakt ist. Da suchen Sie jemanden, der macht so und so und dann geht es wieder in Ordnung. Ja? Nicht? Das ist der Unterschied. Die Software sieht man nicht, die Hardware, die sieht man aber. Und was wir im Augenblick mit dem Genom machen und all diesen Dingen, dass wir immer noch auf die Hardware starren und da sagen, mein Gott, die Hefe hat also fast dieselbe Genom wie der Mensch. Was ist denn der Unterschied? Naja, ich meine, wenn ich ein Taschencomputer habe und das mit einem Mainframe vergleiche, ja, die Hardware ist eigentlich immer wieder dieselbe, ja. Es ist nur mehr da, aber wie es vernetzt ist, ja. Das heißt, wir kommen praktisch in eine ganz andere Sprechweise in diesem Fall herein. Und das habe ich hier nochmal ein bisschen zusammengestellt. Das heißt, erstens mal das immaterielle Fundament. Materie basiert nicht auf Materie, ja. Dann, es gibt nur reine Beziehungsstruktur. Reine Beziehungsstruktur. Nicht unterlegt mit Substanz. Und wir haben kein Wort dafür. Ja, das ist die Schwierigkeit. Wenn wir sagen Verbundenheit, da fragt man, ja, was ist mit was verbunden? Nein, Verbundenheit ohne was A und B ist, ja. Deshalb nenne ich es manchmal auch Geist. Wenn Sie Geist hören, dann denken Sie nicht sofort, an was es
was es sozusagen verbindet. Oder wenn Sie Liebe nennen, ist es noch besser, weil auch eine gewisse Anziehungskraft noch dabei ist. Aber ohne, dass Sie genau sagen, was an der einen oder anderen Stelle ist. Also könnte man sagen, das darf ich selbstverständlich nicht so frech sagen, aber es ist einfach für das Verständnis ist wichtig, dass die Wirklichkeit, wir sagen, wir nennen es Potentialität. Das heißt, es ist die Kannmöglichkeit, sich energetisch und materiell auszuwirken, sich zu manifestieren, aber es ist nicht die Manifestation selber, sondern das, was vorher kommt. Oder, wenn Sie das etwas anders noch fassen wollen, für mich hat diese Wirklichkeit, die also Potentialität ist, hat etwas so etwas zu tun mit dem, was wir Ahnung nennen. Wenn Sie, manchmal sagen Sie, oh, heute habe ich einen tollen Gedanken gehabt, aber ich habe schon monatelang eine Ahnung gehabt. Was ist denn diese Ahnung? Oder was ist das, wenn Mozart sagt am Morgen, ich habe die Sonate im Kopf, ich habe sie nur noch nicht aufgeschrieben. Da meint er nicht etwas, was nebeneinander ist, sondern ineinander ist. Das ist, wie die Wirklichkeit da ist. Sie ist also das Potenzial, das sich noch nicht geäußert hat, das noch nicht geoutet hat, so oder so zu erscheinen. Und auch wie es sich äußert, stellt man fest, es ist offen, ob es so oder so geht. Ja? Und das ist die Offenheit der Zukunft. Ja, die ganzheitliche Struktur, das Universum ist eins. Ich kann es nicht auseinandernehmen, auch da haben wir Schwierigkeiten. Ja? Wir sagen, das ein Ganze, ja? Aber wenn ich sage, das ein Ganze, sind schon zwei Ich, der sagt und das, was ich beschreibe. Also ich muss auch noch mit reinschlupfen, um das eben zu sagen, was ich meine. Es gibt etwas, was absolut nicht auseinandergenommen werden kann. Und das bedeutet letzten Endes, dass Wissenschaft prinzipiell nicht funktioniert. Weil Wissenschaft funktioniert nur, wenn ich es auseinandernehmen kann, ja, und hinterher glaube, wenn ich es zusammen wieder tue, dass es dann wieder das gibt, was es ursprünglich war. Und das passiert ja schon beim Lebendigen nicht mehr. Da haben sie alles untersucht und sagen, ich weiß jetzt genau, wie es ist, und dann versuchen es zusammenzuschieben und dann läuft der Mensch wieder davon. Nein, so ist es eben nicht, ja, weil er dann dabei gestorben ist. Und dann die Offenheit der Zukunft, das ist eben das Interessante. Ich nenne es, die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Sie findet jedes Mal statt. Und jetzt muss ich mich beim lieben Gott entschuldigen. Und ich sage, warum zeigt er mir nicht den Kartenstoß hier, was da drin ist? Der existiert nämlich gar nicht. Sondern in jedem Augenblick wird die Welt neu geschaffen. Der liebe Gott ist selber neugierig, wie diese Welt aussieht. Das heißt, nicht nur ich bin neugierig, alle sind neugierig. Aber das hat den großen Vorteil, weil diese Karten nicht da sind. Da habe ich auch die Möglichkeit, neue Karten zu malen, die vorher nicht da waren. Und das ist eben das Positive daran. Ich kann die Welt nie beherrschen, weil es die Zukunft, was in Zukunft ist, nicht gibt. Aber ich kann sie gestalten. Es hängt von mir ab, wie die Zukunft aussieht. Nicht nur von mir allein. Das heißt, also wir sollten auch nicht zu stolz werden und sagen, jetzt kann ich das machen? Nein, es ist ein Zusammenwirken von allen, die etwas kreativ machen. Und aus der Überlagerung dieses Zusammenspiels kommt die neue Welt heraus. Ja? Das heißt, jeder trägt bei, jeder kann auch etwas zum Absturz bringen insbesondere. Das heißt, wir können Katastrophen verursachen. Das heißt, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, die Utopie ist einfach die Aussage, die Zukunft existiert noch nicht. Sie ist nicht nur nicht gewusst, sie existiert noch nicht, sondern erst im nächsten Augenblick wird sie von uns gemeinsam geschaffen. Aber da kann ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das ist ein neues Buch, das heißt auch die Wissenschaft spricht nur in Gleichnissen. Das ist eigentlich, was ich erzählt habe. Wenn ich jetzt hier erzähle, dann sind das nur Gleichnisse. Was dahinter steht, kann ich nicht in unserer Umgangssprache ausdrücken. Ich bin also in derselben Schwierigkeit, auch wie ein Theologe, der sagt, ich möchte euch etwas erzählen, aber wenn ich es in Worte fasse, ist es schon falsch. Ja? Wir sind also alle im selben Boot und deshalb müssen Sie Quantenphysik gar nicht lernen. Die können es auch nicht besser. Sie sind nur auch in dem Boot, dass Sie sagen, ja, ich bin Teil davon und deshalb kann ich eine Aussage machen, aber nicht, indem ich es von außen greife. Es hat ein total anderes Weltbild jetzt im Hintergrund, weil es heißt, am Anfang ist
alles eigentlich zusammen. Es ist nicht, dass ich mit getrennten Anfang und mühsam sozusagen durch Evolution des Lebendigen meinen Partner finde und unter Umständen mit dem auch noch Frieden stifte und so fort. Nein, wir sind ganz eng zusammen. Wir sind wie eine befruchtete Eizelle, die eine Zelle ist und die fängt an, sich zu teilen. Sie teilt sich überhaupt nicht, sondern sie führt nur eine Zwischenwand ein. Das ist mehr eine Hecke und keine Betonmauer. Es ist immer noch die Einheit. Aber man hält die Katze von den Hunden ab, aber man kann immer noch durch die Hecke hindurch Gespräche führen. So muss man die Welt auffassen. Und das ist auch der Grund, warum wir miteinander kommunizieren können. Glauben Sie nur nicht, dadurch, dass ich Ihnen jetzt irgendetwas erzähle und Sie sagen, aha, das ist interessant oder so, das ist das Wesentliche. Was ich versuche, Sie zu erinnern an etwas, was Sie eigentlich schon wissen. Das heißt, das, was wir beitragen im Gespräch, jeder von uns, wir regen uns an, etwas in uns zu entdecken, ja, was wir vielleicht durch diese Anregung nicht haben. Es ist nicht in dem Sinne ein Lehrbetrieb, sondern ein wechselseitig sich erinnern. Ja. Und deshalb gelingt dann auch so etwas wie Leben hinterher und Lebendiges, wo man ja hinterher eine wahnsinnige Organisation braucht, damit das alles so glatt abläuft. Und das will ich Ihnen jetzt aber auch noch vorführen und dann ist wahrscheinlich meine Zeit dann auch um. Ich habe das deshalb genannt, den lebendigen Kosmos. Weil lebendig ist der Kosmos deshalb, weil die Zukunft offen ist, weil es unbestimmt ist. Und letzten Endes es auch bedeutet, dass unsere bisherigen Beschreibungen, wenn wir von Entwicklung, Entfaltung, Evolution sprechen, da sind wir eigentlich gegen die Kreativität. Was heißt denn Entwicklung eigentlich? Ich muss dann ein anderes Papier bilden, das will ich jetzt nicht hier verknüllen. Entfaltung bedeutet es doch. Es ist alles schon da. Ich sehe es nur noch nicht. Und jetzt entfalte ich und entwickle ich, ja? Das ist die ganze Urknalltheorie, die man mit der alten Physik macht. Im Urknall muss man alles hineingeheimnissen und dann entfalte ich es und aha, so, da komme ich doch nicht aus dieser Rolle raus, dass ich schon vorbestimmt bin, dass ich jetzt hier einen Vortrag halte. Das ist alles schon im Urknall durch eine Rahmenbedingung vorgesehen. Nicht? Das ist nicht mehr der Fall. Ich habe echte Kreation. Aber die Frage ist jetzt ganz auf einer anderen Ebene, dass ich mich fragen muss, ja, wie kann das sein, dass unsere Welt so anders ist? Ja, ja, ich meine, für einen Physiker ist es ganz klar, wenn der mal was erfunden hat, dann sieht er nur das und dann will er die ganze Welt beglücken. Aber ich möchte jetzt Ihnen zeigen, ich will nicht nur die Welt beglücken, sondern ich zeige sogar, wie das, was er im Mikroskopischen eigentlich nur da ist, im Großen auch gelten könnte, ja, unter gewissen Bedingungen. Und das ist nun dieser Aufstieg. Nun, ich weiß etwas von der mikroskopischen Welt, da gibt es solche Messungen, zum Beispiel Wilson-Blasenkammer ist eine Streamerkammer, aber so etwas Ähnliches, indem man die Elektronen, die eigentlich gar nicht existieren, durch ein wassergesättigte Luft schickt und dort, wo die Elektronen durchlaufen, bilden sich auf einmal Nebeltröpfchen, ja? Das ist also so wie ein Flugzeug, der da oben ist, ja, auf einmal kriegt er den Kondensstreifen hier. Und ich sehe nur die Kondensstreifen und die Elektronen sehe ich nicht und sage, aha, die sind im Hintergrund. Was ich brauche, ist eine wackelige Situation, wo ein bisschen andere eine Änderung ist, dann bilden sich die Tropfen sowieso und dann fängt es an zu regnen. Ja? Ich muss so eine instabile Situation haben und dann kann ich das sehen. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich eigentlich hier zu dem Lebendigen in diesem Fall. Nun, ich bin eine Hürde los, dass ich sage, im Grunde gibt es nicht das Materielle, sondern etwas, das schon eine gewisse Lebendigkeit hat, indem sie Kriterien der Lebendigkeit erfüllen, spontan etwas machen können, wie ein neuer Gedanke kommt, nicht, und, oder auch nicht festgelegt auf eine bestimmte Zukunft. Also das ist schon da. Nun will ich Ihnen zeigen, dass durch verschiedene Anordnungen von diesem, ja, ich kann es nicht mehr Atome nennen, weil es sind ja keine Atome. Ich nenne es manchmal Wirks. Es sind kleine Wirkungen, die nicht fassbar sind. Es sind kleine Wirkungen. Oder ich kann auch sagen, es sind Haps, im Englischen nenne ich es Haps, es sind kleine Happenings, Dinge, die passieren, ja.
Da die Welt, in der wir haben, hat jetzt ja keine Dinge. Die ist nur aus Bausteinen, die keine Bausteine sind, die kleine Bewegungen sind. Es gibt das, was ich greifen kann, überhaupt nicht. Es gibt nur das dazwischen. Ja? Schwer. Ja? So, jetzt in dieser Welt, wenn ich jetzt Billion mal Billion von diesen Wirks in einen Sack tue und die richtig durchschüttle, ja, sodass ich dann so ausmittle, dann kommt heraus, dann kommt die alte Welt wieder raus. Dann kriege ich meine klassischen Gesetze, exakte Naturgesetze und alles ist sozusagen in Ordnung. Ja? So, ja, na, wie ist das denn? Das erleben wir auch, nicht? Also wenn der Oberbürgermeister von Bregenz auf dem Städtetag etwas über den Bregenzer sagt und der Münchner über den Münchner, sollen sich mal anhören, was das für ein langweiliger Typ ist, der Münchner und der Bregenzer, weil er gemittelt hat über 100.000 oder 1 Million Menschen. Je mehr man mittelt, umso langweiliger wird die Sache, ja? Und wenn Sie Billionen mal Billionen von Wirks haben und darüber mitteln, dann kommt etwas ganz Langweiliges heraus und das ist die Natur, in der wir leben, ja? Und das nennen wir die alte Newtonsche Natur mit Materie und Alter. Genau das kommt heraus. Ja? So, dann kann man sagen, also vergess es. Das Kleine zeigt sich gar nicht, weil wir ja auf einer, wir sind sozusagen Großansammlung von dem und da, und da sieht man die Lebendigkeit nicht. Wie ein Ameisenhaufen, nicht? Der da ist von der Ferne betrachtet, sieht aus wie ein Kegel, der im Wald steht und da rührt sich nicht. Und wenn ich hingehe, dann sehe ich, da ist furchtbar viel Leben dabei, aber im Schnitt passiert eben nichts. Ja? So, jetzt ist die Frage, ja, aber könnte es doch sein, dass es Umstände gibt, wo diese Mittlung, also diese Durchschnittsbildung einfach nicht mehr funktioniert, ja? Und das sehen Sie schon im Landtag. Wenn es Parteien gibt, dann ist es nicht mehr total durchgemischt. Da gibt es auf einmal nur noch 2 oder 3 verschiedene Standpunkte und nicht mehr Hunderttausende, ja? Also schon wenigstens 2 oder 3 verschiedene Standpunkte, ja? Also schon ein bisschen in der Richtung, dass die Lebendigkeit sichtbar wird. So, jetzt... Wie kommt man dazu, dass man diese Mischerei irgendwie unterbricht? Da habe ich Ihnen jetzt dieses Instrument mitgebracht. Das ist ein Pendel. Und das ist ein Pendel und das folgt genau den klassischen Gesetzen. Wenn ich es anwerfe, dann wackelt es genauso, wie Sie es im Abitur gelernt haben. Und wenn Sie es ausrechnen können, dann bestehen Sie die Prüfung. Und naja, Sie brauchen nicht berücksichtigen, dass weil da Reibung ist, es am Schluss dann runterhängt und dann am untersten Punkt ist. Also alles strebt sozusagen dem untersten Punkt zu. So, also es ist streng determiniert, ja? Aber es ist nicht ganz richtig. Es gibt hier einen Punkt und das ist der Punkt hier oben. Wenn ich das hier oben hin tue und ich frage, fällt es links oder rechts, da ist man schon ein bisschen unsicher, ja? Also da wird es irgendwie unbestimmt. Dann sagt man, ja, aber das liegt nur daran, dass ich nicht genau weiß, was oben ist. Wenn ich ganz genau oben bin in der Mitte, ja, dann weiß ich, nein, wenn ich genau weiß, wo das oben ist, wenn ich ein bisschen links davon bin, fällt es links rum und wenn ich ein bisschen rechts davon bin, rechts rum. Und das stimmt aber nicht, wenn ich noch weiter in die Mitte gehe. Dann auf einmal merkt dieses Pendel alle Kräfte in der ganzen Welt, weil dann spielen kleine Anziehungen, Abstoßungen eine Rolle, zum Beispiel, ob ich links oder rechts vom Pendel stehe. Ich ziehe das Pendel gravitativ an, wenn ich stehe, dann fällt es zu mir, wenn ich auf der anderen Seite, dann fällt es auch zu mir. Auf diese Weise, je nachdem, wo ich stehe, kann ich das Pendel sozusagen hypnotisieren, dass es immer zu mir kommt. Ja? Aber das ist nur diese Kraft. Aber es ist nicht nur diese Anziehungskraft, sondern Sie alle, jemand greift nach der Nase und schon ist die Rechnung im Eimer. Oder da fährt ein Auto vorbei, im Eimer, der Zug und so fort. Oder der Andromeda-Nebel, der sendet einen Lichtstrahl ab und erwischt es. Das heißt, an diesem Punkt hier oben, es ist ein Instabilitätspunkt, das kann man auch positiv ausdrücken. Es ist der Punkt höchster Sensibilität. Es ist ein Punkt höchster Sensibilität. Jede winzig kleine Änderung in der Welt hat darauf Einfluss. Es ist wie ein Riesenverstärker. Das ist, was man immer mit dem Schmetterlingsflügelschlag sagt, der den Taifun auslöst. Die wenigsten sagen, ja, die Wetterbedingung muss erstmal so sein, dass ich genau oben bin. Und dann kann der Schmetterling so machen und dann löst er den Taifun da oder dort aus. Ja? Das heißt, an dieser Stelle haben wir eine ungeheure Verstärkung. So. Das heißt, hier sagt das Pendel, hier bin ich frei, hier darf ich sein. Das ist also der Punkt, wo das Pendel nun, ja, wir nennen es Chaospunkt, aber es ist nicht der Chaospunkt, nämlich an diesem Punkt tastet
das Pendel nun den Hintergrund ab, nämlich diese komische Welt, in der der Atomphysiker zu Hause ist. Der sagt hier, die Zukunft ist offen. Das heißt, an diesem Punkt wird das Pendel sozusagen, kriegt es etwas von dieser Lebendigkeit im Untergrund ab. Das ist die Ursache des Lebendigseins, aber für uns noch nicht befriedigend, ja? Weil Sie sehen, nachdem es mal runtergefallen ist, dann wackelt es ein bisschen und hinterher hängt es runter. Das heißt also, einmal gelebt und schon gestorben wieder. Ja? Also wenn es ganz unten ist gestorben, dann zappeln wir noch ein bisschen, bevor wir wirklich ganz gestorben sind. Ja? So, und das ist für uns noch nicht ausreichend für ein Leben. Ja? Also wir wollen, ich meine, einige von uns sind über 70 Jahre oder 80 Jahre da, gell? Eine ganz schöne Balancegeschichte, ja? Also wie geht das eigentlich? Das heißt, hier kommt noch etwas anderes dazu. Wie stabilisiere ich Instabilität oder wie stabilisiere ich Sensibilität? Und es sieht so aus, als ob das ein Widerspruch ist. Aber es ist kein Widerspruch. Sehen Sie, warum laufen wir eigentlich auf zwei Beinen? Blödsinnig, ja? Ich falle doch kann ja bei jedem fallen. Das ist genau die Pendelsituation auf einem Bein. Ja, Freiheit einmal fallen, ja? Ja? Und das andere Bein ist halt Freiheit einmal fallen, ja? Und jedes fällt einmal frei und fällt hin. Aber wenn die sagen, jetzt verabreden wir uns, ja? Wenn du fällst, ich fange dich auf und ich laufe durch die Gegend. Da. Kooperierende Instabilitätssysteme, wenn die Logistik stimmt, dann haben die einen stabilisierten Gang, dynamische Stabilisierung nennen wir das. Dann kann ich kilometerweise durch die Gegend laufen, ich stürze nicht. Das ist das Geheimnis des Lebens. Nicht nur die Sensibilisierung, weil die ist sehr instabil. Und da ist es offen für die ganze Welt. Es tastet die ganze Welt ab. Ja? Aber stabilisiert auf eine Art und Weise, dass ich gewissermaßen jetzt immer wieder in diesen Punkt kommen, die Welt sich mir immer wieder öffnet, ohne dass ich am Boden liege. Ja? Und das braucht eine Logistik der beiden Beine. Die müssen zusammengehen. Nein, nicht zusammen. Ich brauche zwei verschiedene. Differenzierung und kooperative Integration ist das Geheimnis des Lebendigen. Differenzierung, beides braucht Kreativität und hinterher die Kooperation. Und das ist genau, was wir heute nicht akzeptieren wollen. Dass wir sagen, die Kooperation, warum soll die klappen? Die Gesellschaft leistet das doch nicht, weil wir alle eigentlich Egoisten sind, die nur an uns selber denken. Ja, wir denken an uns selber, weil wir in diese Sensibilität herein wollen. Wir wollen uns auf diese Weise sensibilisieren, aber nicht in dem Sinne, dass wir nicht bereit sind, mit dem anderen zu kooperieren, sondern im Gegenteil, wenn ich mit dem anderen kooperiere, dann komme ich viel öfters in diese Situation herein. Deshalb können wir heute sagen, im Zusammenhang mit der Friedensdiskussion, sagen die immer, glaubst du denn wirklich, 6 Milliarden Menschen können sich verständigen? Wie viele Gespräche musst du führen? Ich sage, ich muss überhaupt keine Gespräche führen. Wir sind alle lebendig. Wir haben 3,5 Milliarden Jahre, haben wir die dynamische Kooperation geübt. Andernfalls würden wir nicht da sein. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, dass wir das vergessen haben. Gut, dann stürzen wir ab. Es gibt immer wieder ein Krebswachstum, wo jemand das vergessen hat. Vielleicht sind wir schon so weit. Aber wir müssen das nicht jedem beibringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Warum diese Differenzierung, die Differenzierung hat erst mit der Sensibilisierung zu tun und dann aber die Kooperation, weil das für uns wichtig ist, weil das für die Stabilisierung wichtig ist. Und hier ist ein Entwicklungsprozess in diesen 3,5 Milliarden Jahren lang, dass wir nicht nur zwei Beine haben, sondern wir haben sehr viele Beine. Und wir können hier in der Weltgeschichte ganz schön herumtoben, ohne dass wir fallen. Und wir merken das auch gar nicht mehr, weil wir sind wie Kinder, die gerade gelernt haben, auf den Fahrrad zu fahren, wo man die Stützräder abgeschraubt hat, weil man sagt, nee, mach das mal nicht. Du musst es dynamisch stabilisieren, ja? Und nicht eine Stabilität durch die Räder reinbekommen. Und du wirst merken, das ist viel genussreicher. Dann kannst du auch ein bisschen wackeln, du kannst auch Kurven fahren und so fort. Du bist viel beweglicher und du hast das Gefühl der Freiheit, dass du selbst etwas steuern kannst. Ja, das steckt praktisch im Hintergrund davon. Ich sollte vielleicht hier aufhören, weil Sie sehen, die Frage der Utopie hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir anerkennen, dass wir die Zukunft gestalten können.
Die Utopie ist nicht ein Weglaufen von der Realität, wie viele sagen. Ja, es ist ein Weglaufen von der Realität, die eigentlich sozusagen einfach nur Blödsinn ist, ja, indem man, was in der Vergangenheit passiert ist, immer wieder imitieren will, ja. Von dem will man schon davor laufen. Nein, unsere Vision, die Utopien, ist der erste Entwurf, wohin ich will. Und dann wird es übergeführt in Lebensformen und Lebensstile. Ich muss ja erstmal einen Entwurf haben. Und es ist echt. Ich kann das wirklich machen. Ich kann nicht allein bestimmen. Weil was herauskommt, ist selbstverständlich eine kooperative Geschichte. Ja? Es ist nicht so, dass ich, also die eigentlichen Evolutionsschritte in der lebendigen Welt, das ist auch wichtig für den Darwinismus, nicht? Es kann doch nicht wahr sein, dass der Darwinismus so läuft, dass der liebe Gott würfelt einfach und dann auf einmal kommt was raus, was schneller krabbelt und das frisst den anderen auf und dann hat man einen Evolutionsschritt weiter gemacht. Nein, es ist ein Zusammenspiel von allem mit allem, man emanzipiert sich und dann spielt man in der Differenziertheit das Spiel immer weiter. Aber man ist nie eigentlich getrennt in diesem Fall. Und das muss man eigentlich immer und immer wieder üben. Und da kommen wir ganz sehr viel schneller eben voran. Und dann werden Sie aber feststellen, dass derjenige, der kreativ ist, der macht erst eine Beschädigung von etwas, was eigentlich schon gut miteinander geht. Ja, das ist wie eine Infektion. Ja. Eine Beschädigung. Aber wenn die Beschädigung von einem gesunden Körper aufgenommen wird, dann wird er nicht gleich abgewimmelt, sondern man versucht ihn einzubeziehen. Das heißt, es tritt ein Heilungsprozess ein, der sozusagen jetzt hier zu einer Verbesserung des Immunsystems führt. Und dann ist man eine Stufe sozusagen weitergekommen. Die Evolutionsschritte sind die Heilungsschritte nach einer Verletzung durch Kreativität. Deshalb ist die Kreativität, obwohl sie eigentlich verletzt, der Auslöser der Heilung. Aber man muss die Auslösung so machen, dass der Organismus nicht abstürzt. Da gibt es Regeln, dass etwas zu groß werden kann, dann stürzt der Organismus ab. Das heißt, der Unterschied zwischen Gut und Böse ist nicht, du sollst nicht und du sollst nicht das und so, sondern in welchem Maß ich etwas mache. Klein genommen, ist es eine Anregung und führt zu einer Stärkung, zu groß, zu einem Absturz. Ich will jetzt hier aufhören. Danke. Ich habe Ihnen eine Sache nicht gezeigt, dass es nämlich nicht nur ein einzelnes Pendel ist. Sie ist gleich fertig. Es ist ein Pendel an einem Pendel an einem Pendel. Ich ziehe zwei Arretierungen heraus, ja? Also ich tue etwas, was man bei einem Auto nicht machen soll, Schrauben rausdrehen, ja. Aber bei einem lebendigen System ist es gut. Wenn Sie das jetzt hier anwerfen, mache hier ein Lichtchen an, dann sehen Sie es besser. Dann kriegen Sie eine Bewegung, die nennt man chaotische Bewegung, die immer und immer wieder anders ist, ist nicht mehr berechenbar. Das heißt, hier fängt das Pendel jetzt schon an, sozusagen die Lebendigkeit auch wirklich zu zeigen. Vorher war es nur an einem einzelnen Punkt und jetzt auf einmal sieht man das auch im Auge. Am Schluss hängt es selbstverständlich wieder runter. Ja? Also am Ende sterben wir alle. Ja? Aber es ist hier nicht nur mal ein einziges Fallen, sondern es kommt oft an die Sensibilisierung heran. Ja? Und deshalb Kooperation von vielen instabilen Systemen, geeignet zusammen und dann lass die mal laufen. Und dann gibt es wunderbare Figuren und jede ist wieder anders. Aber es gibt Muster, die wieder erkennbar sind, ja? Sodass wir dann auch diese verschiedenen Spezies dann haben, die laufen in einem etwas anderen Muster, aber sind alle lebendig. Ist jetzt Raum da, um Fragen zu stellen, Beiträge zu geben zu dem, was wir gehört haben, im Wort, in der Musik. Und wir machen das so, dass wir zwei, drei Statements, Fragen sammeln und dass wir dann bitten, Herrn Dürr darauf auch zu antworten, zu reagieren. Ja, wenn drüben jemand ist noch im kleinen Saal und eine Frage dann auftaucht, bitte herüberzukommen und Kirchbach wird sich dann später auch einmal zuschalten. Bitte. Also ich habe das so verstanden, dass zum einen die Quantentheorie sagt,
es gibt ja keine Materie, es gibt Zustandsanwesenheitswahrscheinlichkeiten und Zustandspotentialitäten. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Quantentheorie besagt, dass ich, wenn ich das beobachte, das mit beeinflusse. So ganz grob habe ich das verstanden. Jetzt für mich die Frage, und dann haben Sie gesagt, das heißt, dass die Zukunft letztlich offen ist, also nicht streng determiniert ist, dass es eine Wechselbeziehung gibt. Also, und da wäre jetzt meine Frage, wo sind die Grenzen in der Zukunftsgestaltung, wie offen ist sie jetzt wirklich, oder was kann ich beeinflussen? Und das im Sinne jetzt der Physik, nicht, und nicht der Religion. Mhm. Ich würde gerne auf dieses Experiment mit dem Pendel zurückkommen. Und zwar haben Sie diesen Punkt der äußersten Sensibilität angesprochen. Und für mich hat sich danach die Frage gestellt, ob wir damit letztlich nicht doch wieder beim alten Kausalitätsdenken sind. Das Pendel reagiert äußerst sensibel auf feinste Wirkursachen, so jedenfalls habe ich es verstanden. Und das stand für mich dann in einem gewissen Widerspruch zu den vorherigen Ausführungen. Es ist nicht alles aufgehoben, weil man feststellt, dass die Gesetzlichkeiten, die man formuliert, dass die gewisse Symmetrieeigenschaften haben, fundamentale Symmetrieeigenschaften, die sich dann zeigen, die hängen direkt mit Erhaltungssätzen zusammen, wie zum Beispiel Erhaltung der Ladung, Erhaltung der Energie, ja, und solche von Baryonzahlen und allem Möglichen, die werden nicht verletzt. Das sind aber Formstrukturen, in der sich das immer abspielt. Aber im Übrigen ist es frei. Aber es sind genau diese Symmetrien, die dann letzten Endes hinterher zum Ausdruck kommen, dass es überhaupt Gesetze hinterher noch gibt in der Vergröberung. Wenn es alles total willkürlich wäre, ja, dann würde sozusagen auch bei der Mittlung überhaupt keine Eigenschaft mehr übrig bleiben. Also es sind schon gewisse Charakteristika da, aber wie gesagt, die sind, ich meine, Energieerhaltung empfinden wir als eine materielle Aussage, weil Energie ist ja auch, hängt ja auch mit Masse zusammen. Masse ist eine konzentrierte Form der Energie. Ladungserhaltung ist schon ein bisschen weniger materiell, ja. Aber das sind in der Sprechweise der Quantentheorie sind das Symmetrieeigenschaften, aber das sind Symmetrie nicht in unserem räumlichen Sinne, sondern in einem höheren Sinne. Also in dem Sinne ist es eingeschränkt. Sie können es auch so sagen, also wenn ich das mit einem Computer vergleiche, dann können Sie mit dem Computer, da hat er auch gewisse Regelmäßigkeiten, weil er aus Bits aufgebaut ist. Das heißt, alles, was man nicht durch Bits darstellen kann, kommt hinterher auch nicht vor. Und man hat gewissermaßen, man hat Symmetrieelemente, die man zusammensetzt, aus dem dann eigentlich die, na, ich kann auch nicht zusammensetzen, sagen, es sind immer wieder diese Schwierigkeiten, weil wir in diesem Bausteindenken sind. Es sind eigentlich Überlagerungen, Interferenzeigenschaften, mehr von Wellen, die hier zum Ausdruck kommen. Aber jedenfalls ist es nicht willkürlich. Es gibt auch nicht einmal einen Zufall, sondern die Offenheit. Also wir machen Statistik deshalb, weil wir unsere Ignoranz sozusagen herausmitteln. Wir sagen, es ist so, aber ich schaue es mir nicht an und dann mache ich Statistik. Die Statistik, die wir machen, die ist eine total andere. Die liegt darin, dass eben die Logik unendlich offen ist. Und es sieht auch wie Statistik aus, aber es hat total andere Auswirkungen, weil es bei Überlagerung von zwei Wellen agieren die entweder konstruktiv oder destruktiv miteinander. Und deshalb kann man auch, genauso wie beim Licht, wenn zwei Lichtstrahlen sich kreuzen, ja, dann würde man erwarten, dass am Kreuzungspunkt, dass das Licht doppelt so hell ist. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Es kann entweder viermal so hell sein oder es ist überhaupt null. Es ist sozusagen schwarz, weil je nachdem, wie sich das überlagert, kann sich das auch aufheben. Also wir haben eine, und auf diese Weise wird dann Trennung imitiert, dass man eben Schatten, man hat einen Lichtball und der hat dann Schatten und dann haben wir den Eindruck, es ist irgendwie getrennt. Also unsere Sprache versagt schon da in hohem Maße. Und das kann man also schlecht erklären, ohne dass man hier ein mathematisches Vorbild hat, wo man es dann durchführt. Nicht, dass das dann auch hinreichend ist, ja? Aber zumindest sieht man, warum wir Schwierigkeiten haben, uns das vorzustellen. Das andere, ja, mit dem Pendel, das habe ich wirklich etwas verschlampt. Ja?
Was ich gezeigt habe, war zunächst mal ganz normale Chaostheorie, wie man es heute vertritt. Das hat überhaupt nichts mit der modernen Physik zu tun, sondern es heißt eben, woher kommt eigentlich dieses Chaos, fragt man sich, der Schmetterling, der einen Taifun auslöst. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass es immer bedeutet, dass es in der Konfiguration Instabilitätspunkte gibt. Aber es ist immer noch determiniert. Es ist nur die Frage, wie viel Mühe mache ich mir, dass ich alles aufsummiere. Also wir haben ja in der alten Beschreibung haben wir den Laplace'schen Dämon eingeführt. Der Laplace'sche Dämon ist so eine Vorgabe, ist ein Dämon, der in jedem Augenblick weiß, was jedes Atom in der ganzen Welt tut. Ja? Der Laplace'sche Dämon bestimmt, ob es nach links oder rechts fällt, das Pencil. Also das ist nichts mit Freiheit zu tun, sondern der sagt links, weil er zusammenzählt, was die ganzen Kräfte im Weltall an dieser Stelle aufsummiert ergeben, dass es mehr ein links als ein rechts gibt. Ja? Ich habe vergessen, an dieser Stelle zu sagen, ja, aber den Laplace'schen Dämon gibt es ja gar nicht, weil es die klassische Welt nicht gibt. An dieser oberen Stelle wird dieses Pendel beeinflusst von diesen Quantenfluktuationen. Ja? Und diese Quantenfluktuationen sind nicht mehr determiniert, weil der Determinismus gilt ja in der Quantentheorie nicht mehr. Ja? Die zweite Frage ist, ob ich diesen Determinismus so beeinflusse, und hier kommt die Willensfreiheit des Menschen herein. Ja? Die Quantentheorie kann das nicht sagen, dass der Mensch eine Willensfreiheit hat. Zunächst würden Sie sagen, wenn das nur gilt, was wir bisher festgestellt haben, dann ist die Willensfreiheit, kommt dadurch herein, dass ich nicht wirklich sehe, die Einflüsse von anderen, die auch nicht determiniert sind, wie die auf mich wirken. Und ich kann das nicht unterscheiden. Aber ich kann es auch nicht messen. Und dies ist meines Erachtens der Umstand, wenn ich etwas nicht messen kann, dann kann ich auch die Naturgesetze so verallgemeinern, dass das gar nicht von vornherein drin ist. Dann heißt es, die Quantenmechanik, so wie es sich zeigt, die gilt nur eigentlich zunächst mal für die Anwendung auf unbelebte Materie. Aber in dem Augenblick, wo ich sie auf kognitive Systeme anwende, kommt eine neue Schleife herein, ja? Und da können ganz andere Dinge passieren. Ja? Da können in der Tat es sein, dass ich mit meiner Willensentscheidung an dieser Stelle sage, jetzt kipp mal in dieser Richtung. Ja? Und kann auf diese Weise makroskopische Prozesse auslösen. Also ich kann das weder beweisen noch nicht beweisen oder das Gegenteil beweisen. Und ich gehe eigentlich so vor, dass ich sage, ich schaffe alle Naturgesetze ab. Außer diejenigen, die ich wirklich nachweisen kann. Wenn es nicht nachweisbar ist, dann sage ich, warum nimmst du es überhaupt an? Ja? Und dann heißt es auch, die Welt ist noch offener, aber nicht total offen. Ja? Danke. Ja. Ich höre, wir können jetzt einmal nach Kirchbach schalten. Einen schönen guten Abend nach St. Arbogast. Hören Sie mich? Ja, ja, wir hören Sie gut. Ja, fantastisch. Wir waren sehr dabei bei Ihrem Vortrag. Danke für die nette Begrüßung. Wir haben mit applaudiert, sowohl beim Vortrag von Hans-Peter Dürr als auch beim wunderbaren Musikstück und sehr inspirierenden Stück von Frau Robinson. Also wir sind eigentlich bei Ihnen dabei und auch hier sind drei es Räume, Seele, und die sind übervoll. Und wenn wir eine Frage richten, wir haben in unserer Murmelpause Folgendes angesprochen. Es sieht das Bild von der offenen Welt, das klingt sehr positiv und sehr optimistisch. Und es wird auch der Weltentwicklung im Großen entsprechen. Aber manche Gestalter, seien sie nun auf der politischen Ebene oder auf der wirtschaftlichen oder auf der psychologischen Ebene, kommt derzeit eher zum Schluss, dass das alte Weltbild stark in unseren Köpfen ist, dass die lokale Kreativität nicht gefragt ist oder
dass über Sie aufgrund der internationalen Entwicklungen einfach über Sie drüber gefahren wird, wie wir in Österreich, wie wir hier sagen. Wie ein Tsunami wird alles weggefegt, wie von einem Tsunami jegliche Kreativität. Die Frage, sehen Sie das so und welche Möglichkeiten könnte man sich vorstellen, dass diese lokale Kreativität, die ja letztlich in vielen oder in allen Regionen möglich ist, wie diese wieder stärker zum Tragen kommen kann? Ja, das ist eine interessante Frage. Die Kreativität setzt voraus, dass wir uns in den Punkt der Sensibilität begeben. Und das ist genau der Punkt, der vielen äußerst unangenehm ist. Also wenn Sie sagen, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr, sind Sie genau dort, wo Sie kreativ werden können. Und wir haben Angst vor diesem Punkt. Und ich glaube, es ist mit ein Grund, wenn Sie Angst verbreiten, die kleine Angst hindert uns daran, an diese knifflige Stelle hinzugehen. Das erstickt die Kreativität. Wir sind kreativ, wenn wir uns geborgen fühlen, weil wir sind verwundbar. An der Stelle, wo wir sensibel sind, sind wir auch am verwundbarsten. Und das ist der Grund, warum wir haben eine Tagung in München gehabt von den alternativen Nobelpreisträgern, die sagen, wir reden dauernd über die Armut in der Welt. Aber warum reden wir so wenig über die Armut der westlichen Welt? Dass wir nämlich diese Sensibilität in der Hektik unseres Alltags verloren haben. Da sind wir nämlich ein bisschen wie Roboter, dass wir nie in diese gefährlichen Situationen gehen, wo wir sie nicht im Griff haben. Ja? Das heißt, wir brauchen wieder mehr Ruhe, um dieses überhaupt entwickeln zu können. Und das wird sehr schwer herzustellen sein, weil wir machen ja extra Lärm, damit die Leute nicht mehr zum Nachdenken kommen. Ja? Das heißt also, die geistige, spirituelle Komponente, die verkümmert bei uns. Und deshalb versuchen wir ja, indem wir mehr Nahrung zu uns nehmen, diesen Verlust irgendwo zu kompensieren. Man heißt es doch, immer, wenn jemand depressiv ist, dann isst er viel Schokolade. Ja? Dann wird er dick hinterher, aber er wird nicht sensibler dadurch. Und ich glaube, wir sind insgesamt in dieser Situation und ich vermute sogar, dass dieses Instrument auch politisch als Instrument verwendet wird. Nicht, um die Leute praktisch sozusagen freiwillig sich zu versklaven. Ich sehe das sehr stark in Amerika. Es ist das Moskito, die Angst vor dem Moskito, ja, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt, dort zu denken, wo wir empfindlich sind. Die großen Unglücke bringen wieder eine Sammlung herein, aber es sind die kleinen Dinge, die uns ablenken. Sie haben gesagt, dass alles in der Welt, oder es gibt nichts in der Welt, das nicht die ganze Welt ausfüllt. Also meine Frage ist, ich bin zwar nicht, aber ich wirke. Und wenn ich wirke, ist es zu Ende, wenn ich irgendwo anstoße, oder zieht es eine Schleife an sich, dieses Wirken? Wenn ich, versteht man das? Ja, ich meine, das Wirken ist einfach ein Wort, um nicht mehr von Dingen zu reden. Das heißt, dass man sagt, in der modernen Welt ist die Frage, was ist und existiert, ist nicht zulässig mehr. Dann sagt man, welche Fragen sind noch zulässig? Dann sagt man, kann fragen, was passiert? Das geht immer noch als Frage. Und viele Leute können sich nicht vorstellen, dass es Sachverhalte gibt, wo eine Frage unsinnig wird. Also wenn ich zum Beispiel frage, welche Farbe hat ein Kreis? Dann sagen eine, rot, grün, farblos? Nein. Farbe hat keinen Sinn für den Kreis. Ja? Gut, dann sagt er, malt er einen Kreis aus Papier. Ja, der gemalte Kreis hat eine Farbe. Aber der Kreis, so wie er in der Mathematik vorkommt, hat keine Farbe. Das heißt, es gibt Fragen, die nicht beantwortet können. Und so ist die Frage, was ist und existiert, in dieser Welt nicht erlaubt. Aber die Veränderung ist gewissermaßen
das Grundelement, aus dem alles ist. Und dann fragen Sie, ja, wie kommt man, wenn man nur Veränderung hat, wie kommt man dann eigentlich zu etwas, was Materie ist? Wenn Sie zwei Veränderungen haben, dann ist es wie eine Linie, ja, aber die keine Endpunkte hat. Wenn Sie zwei Linien haben und Sie legen sie übereinander, kriegen Sie einen Schnittpunkt. Und das imitiert jetzt so, als ob etwas da wäre, ja, als ob Materie da wäre. Die ist durch das Zusammen, durch die Kooperation von zwei Verbindungen, kommt etwas zustande, was hinterher materiell ist. Ja? Und das Wirk ist einfach, das ist nun ein zeitlicher Zusammenhang, was zum Ausdruck bringt, für mich ist es der Ausdruck des lebendigen Kosmos. Es ist dauernd in Bewegung. Ja, und die Bewegung ist schon falsch. Wir stellen uns die Bewegung vor, etwas bewegt sich. Nein, die Bewegung an sich. Und dann merkt man, dass es eigentlich zum Ausdruck kommt, wenn wir Verben verwenden. Wenn wir sagen Leben und nicht Erlebnis. Erlebnis ist das. Das gibt's nicht. Aber Leben ist genau das, was durch uns durchgeht. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ja, sag mal, was erlebst du jetzt? Und ich sage was, dann verschwindet es sofort, weil ich ja aus diesem Prozess rausgenommen werde. Und das ist das ursprüngliche Erlebnis. Das ist kein Erlebnis. Das ursprüngliche Erlebnis ist Erleben, Lieben, Wirken. Ja? Und wir müssten eine Sprache haben, die nur aus Verben bestehen. Im Übrigen, ich habe mal zum 100. Geburtstag von Einstein, habe ich mal China bereist, weil Einstein war der erste Direktor unseres Instituts. Das hieß damals mal Kaiser-Wilhelm-Institut. Und da bin ich rumgereist und dann habe ich über Einsteins Theorien geredet. Dann saß ich mit meinem Dolmetscher zusammen. Und dann habe ich ihm über die Schulter geschaut, wie mein Vortrag auf Chinesisch aussieht. Ja? Und dann habe ich festgestellt, gewisse Absätze, die waren nur halb so lang und andere waren doppelt so lang. Da dachte ich, ja, das habe ich noch nie erlebt. Mein deutscher Aufsatz auf Englisch wird immer nur kürzer, ja, und nicht länger. Da sagte er mir, ja, weißt du, die Charaktere, die Symbole, die Sprachsymbole der Chinesen, die sind nicht Dinge, sondern Beziehungen. Und wenn du über eine Beziehung sprichst, A ist verbunden mit B, dann hast du musst du wenigstens drei Worte gebrauchen. Das ist bei mir nur eins, dann wird es bei mir kurz. Aber wenn du über Objekte sprichst, wird es bei mir schwierig. Das heißt ja, wie drückst du eigentlich Objekte auf? Ja, dann nehme ich mehrere von denen nebeneinander und dann ist der Schnittpunkt in ihrer Bedeutung ist das, was ich meine. Also es ist eine Sprache, die gerade umgekehrt aufgebaut ist. Und die wäre eigentlich hier geeigneter. Aber ich bin froh, dass ich das nicht lernen muss. Ja? Also was Sie jetzt erklärt haben, ist, dass es eigentlich keine Materie gibt. Das sind irgendwelche Wahrscheinlichkeitszustände, Wellenzustände, die sich gegenseitig beeinflussen. Sprich, jede Materie, die gibt es ja wieder nicht, aber jeder Zustand beeinflusst jeden anderen Zustand irgendwo auf der Welt. Und wo ist jetzt die Utopie? Also die Utopie kommt doch dann hinein, wenn es jetzt noch was anderes gibt. Wenn auch Geist Welle ist sozusagen, also wenn nicht nur die Materie sich ausdrückt in gegenseitige Beeinflussung, sondern auch wenn ich das, was ich denke, letztlich sich ebenso niederschlägt. Nicht? Also dann verstehe ich die Utopie, dann heißt sie letztlich, oder, dass ich durch das, was ich tue und denke und will, letztlich einfach irgendwo Quantenzustände beeinflussen kann. Und darum ist die Frage, habe ich das verstanden oder nicht? Nein, nicht ganz. Dass ich die ich meine, ein Schritt noch weiter. Es gibt nur den Geist. Und der Geist sozusagen, wenn der gerinnt, der hat dann materielle, die Materie, die gibt es ja gar nicht. Ich kann alles in Geist ausdrücken. Ja? Geist ist nichts anderes. Geist können Sie auch nicht. Es ist ja nicht energetisch. Ja? Es gibt keinen Unterschied zwischen Gedanken und mutmaßlicher Materie. Ja, die mutmaßliche Materie, die gibt es in dem strengen Sinne nicht. Aber es gibt es, ich meine, immer wenn ich Mittelwerte bilde, ja, dann ist die Frage, den Mittelwert, gibt es den Münchner? Das ist eine Konstruktion, das sind einfache, nimmt alle, sagen wir mal, das Kunstverständnis eines Münchners, erklärt mir jemand, ja? Ja, ja. Mein Gott, was kommt da raus, ja? Ja? Aber er kann etwas konstruieren, wenn er es mit
Zahlen in Zusammenhang bringt, ja, also wie viel jemand für ein Bild bezahlt oder so, da gibt es gewisse Regelmäßigkeiten, ja, nicht? Aber dann kann man sagen, ja, gibt es diesen Münchner, den kunstverständigen Münchner, dann sagt er, ja, bei mir kommt er in der Statistik vor und wir gehen damit um. Es ist eine Konstruktion. Und eine Konstruktion bedeutet, wenn ich nicht zu neugierig bin, was das ist, ja, dann kann ich mit dem rechnen, als ob er existieren würde. Die ganze Wirtschaft ist ja fundiert nur auf solchen Konstruktionen. Ich meine, sonst könnten die überhaupt nichts ausrechnen und die machen sogar Profite damit, mit etwas, was gar nicht existiert. Ja? Ja? Und also, ich würde so frech sein, zu sagen, es gibt überhaupt nur den Geist. Sie können auch sagen, es gibt auch der Geist, der, manche mögen das nicht so, weil sie sagen, der ist schon so etwas verbraucht. Vielleicht sollte man sogar Liebe sagen, die Liebe ist noch besser, weil da auch noch auch eine Tendenz drin ist, dass sie nicht sozusagen auseinanderläuft. Und deshalb trage ich auch immer, das ist auch ein Weltmodell, das ich mit rumtrage, an dem ich das hier zeige. Ja? Was ist das? Das ist so ein Wollknäuel. Ja? Und das ist die Welt, das ist sehr kompliziert und ich kann es also kaum verstehen und dann fange ich da irgendwie an und es wird alles kompliziert und dann kommt so ein oberschlauer Wissenschaftler und der sagt, ha, sieh mal, das ist ja nur ein Faden, das ist nur ein aufgewickelter Faden, ja? Ja? Dann kriegt er selbstverständlich einen Nobelpreis, weil das ist ja nicht... Und dann ist die Frage, ist es befriedigend, das Ergebnis? Und ich sage, ja, ich meine, es ist vielleicht befriedigend, aber erklär mir, weil wenn ich das hochwerfe, warum fällt denn das nicht auseinander? Ja, das kann er nicht erklären. Er sagt, das kann ich, das ist nur ein aufgewickelt, aber wie er aufgewickelt ist, kommt in meiner Theorie nicht vor. Und dann sieht man, was den Fehler, den er macht, wenn er den Faden hier abzieht, das sind diese kleinen Fusseln, ja? Dass wenn er den abzieht, dann zerreißen diese Fusseln. Nachdem er ihn abgezogen hat, ist das Wollknäuel ein anderes. Nämlich alle, die verschiedene Schichten sozusagen hier verbunden haben, die sind also sozusagen abgerissen. Und deshalb sage ich immer, ja, die Welt ist nur ein aufgewickelter Faden. Wenn man die Liebe rausnimmt, die Fusseln sind nämlich die Liebe. Nicht? Und der Faden ist ja auch nur eine aufgewickelte Liebe. Ja? Ja? Das heißt, es ist nichts als diese Fusseln. Aber ich tue so, als ob der Faden, als ob ich mit dem reden könnte, ohne dass er was mit den Fusseln zu tun hat. Ja? Das heißt, die Liebe hält die Welt zusammen und das ist das Wichtigste. Aber ich kann schon sagen, wenn es auf die Haltbarkeit geht, dann interessiert mich eben dort, wo es sich vereinigt und eben so etwas strapaziöser ist, da gibt es eben an, in welche Richtung es geht. Ja?